Was ist antibakterieller Sanitizer? Ein antibakterielles Desinfektionsmittel ist ein Produkt, das dazu dient, ein Gebiet schnell zu desinfizieren, was bedeutet, dass der Großteil der Keime abgetötet wird. Desinfektionsmittel erzeugen keine sterile Umgebung, sie machen jedoch den Weltraum sauberer und können die Ausbreitung von Krankheiten verhindern. In medizinischen Einrichtungen sind in der Regel ausreichend antibakterielle Desinfektionsmittel verfügbar, und das Personal verwendet Desinfektionsmittel zwischen den Patienten, um die Übertragung von Krankheiten zu verhindern. Diese Produkte können auch zu Hause verwendet werden. Desinfektionsmittel werden in der Regel für den Einsatz auf Oberflächen und nicht auf dem Körper wie Antiseptika entwickelt. Antibakterielle Desinfektionsmittel können in einer Sprühflasche geliefert werden, mit der ein Bereich vor dem Abwischen besprüht wird, und sie können auch in Form von Tupfern und Tüchern vorliegen, die für den Einmalgebrauch bestimmt sind. Medizinische Einrichtungen kaufen auch große Behälter mit konzentriertem Desinfektionsmittel, die Wasser, Wäsche und andere Reinigungslösungen zum Abwischen von Bakterien beifügen können. Es ist auch möglich, ein antibakterielles Händedesinfektionsmittel zu finden, das normalerweise in Form eines Gels vorliegt, das lebhaft an den Händen gerieben wird. Das Gel trocknet schnell, so dass es nicht abgespült oder abgewischt werden muss, obwohl einige Leute die Rückstände nicht mögen, die ein Händedesinfektionsmittel hinterlassen kann. Wischtücher für die Händedesinfektion sind ebenfalls erhältlich. Einige Unternehmen fügen Feuchtigkeitscremes hinzu, so dass häufige Benutzer aufgrund der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln keine trockenen, rissigen Hände haben. In einer klinischen Umgebung kann die Verwendung eines antibakteriellen Desinfektionsmittels sehr wichtig sein. In der Regel sind alle Objekte in einer Klinik oder einem Krankenhaus so konzipiert, dass sie zwischen den Patienten schnell abgewischt werden können. Dabei werden beispielsweise Bettwäsche und Abdeckungen für Untersuchungstische ausgetauscht. Während das Desinfektionsmittel nicht alle Keime entfernt, werden in der Regel etwa 99% dieser Keime beseitigt, wodurch der Durchtritt von Keimen von Patient zu Patient weniger wahrscheinlich ist. Bei Desinfektionsmitteln besteht das Problem, dass sie bei regelmäßiger Anwendung das Wachstum resistenter Bakterien fördern können. Wenn 99% der Bakterien in einem Gebiet abgetötet werden, bietet dies eine gute Gelegenheit, damit andere Bakterien gedeihen können. Die Bakterien, die nicht abgetötet werden, können weiterhin große Kolonien entwickeln, die nicht durch ein antibakterielles Desinfektionsmittel abgetötet werden können, was zur Ausbreitung resistenter Bakterien durch eine Einrichtung führt. Aus diesem Grund wechseln manche Einrichtungen häufig die Marke und verwenden sehr aggressive Produkte.